Soll ich schon reden? Hallo, mein Name ist Günther Meier. Ich bin Betreiber eines Fotostudios in der Nähe von Mannheim-Neckarstadt. Und ich werde Ihnen heute einen Einblick geben in die alltägliche Arbeitsweise eines Berufsfotografen. Wir haben heute einen Kunden, Gabor Richter. Und der Herr Richter wollte ein paar schöne Porträts von sich haben. Und ich werde Ihnen jetzt zeigen, wie man solche Porträts quasi erstellen kann. Vielleicht noch ein paar Hintergrundinformationen. Wir haben für dieses Shooting einen Zeitansatz von etwa 3 bis 4 Minuten. Und ja, der Preis bewegt sich so bei roundabout 740 bis 800 Euro. Das sind so auch so normale, reguläre Preise. Und ganz klar, der Kunde bekommt halt dafür auch Qualität. Und die Qualität zeige ich Ihnen jetzt, wie man so etwas macht. Ausleuchtung ist so flexibel, wie es geht. Daher Softbox. Eine Softbox bringt ein sehr weiches Licht und optimal für solche Rahmenbedingungen. Herr Richter, es tut uns übrigens leid, dass wir das ein bisschen lustig finden. Wir machen das zum ersten Mal, also von dem her. Okay, normalerweise ist es so, dass ich als Inhaber diese Bilder nicht durchführe. Dafür habe ich eine Praktikantin, das ist die Susi, die jetzt noch gerade filmt. Die wird jetzt das Bild erstellen und wenn sie das Bild gemacht hat, dann zeige ich Ihnen anschließend noch die Bildbearbeitung, wie das Ganze dann vonstatten geht. Ich übernehme jetzt mal die Kamera, damit die Susi jetzt fotografieren kann. Herr Richter, einen kleinen Moment noch. Hallo Susi. Hallo. Und ich würde dich jetzt mal bitten, dieses Bild jetzt zu machen. Okay. Die Susi ist natürlich eingelernt. Sie ist hier jetzt bereits schon ihr zweites Jahr. Und wird jetzt quasi das Bild machen. So. Mal so, so ein bisschen so hinsetzen. Nicht so. Nein, Susi, bitte keine eigene Kreation. So, wie man es macht, schon seit 20 Jahren. Also okay. Bitte so sitzen bleiben, das ist okay. Drück ab, das passt. Ich habe alles eingestellt, Hochformat und zack. Die Jogging-Schuhe vielleicht ein bisschen gerade. Und dann mal Richtung Schaufenster. Ciao, ciao. Okay. Hochformat bitte, ja? Jawohl, Hochformat. Und so, Schaufenster, ciao, ciao. So, und meine Aufgabe ist in der Regel, dass ich das Bild prüfe. Das schauen wir uns jetzt mal an. Bisschen unterbelichtet. Das ist aus dem Grund unterbelichtet, weil die Susi ein bisschen unterbelichtet ist. Ich hab dir doch gesagt, mach den Blitz an! Mann! Tut mir leid. So, und dann haben wir gemacht. So, das gleiche bitte nochmal. Schön hinsetzen, die Jogging-Schuhe schön zeigen und bitte. Susi. Ciao, wenn du Ciao guckst. Drücken bitte. Ja. Also, Foto. Die Kamera läuft und sind hier auf Sendung. So. Ja. Jawohl. Hat er die Augen? Hat er? Hat er zu. Ja, hat er zu. Dann müssen wir nochmal drücken. Ist ja nicht mein Fehler. Kannst du mal zählen? Ja, bitte. 10, 9. Susi, ab 3 langt. Ja, 2, 1. So, dann prüfen wir. Hat er die Augen offen? Oh Gott, offen. Gut, das war's. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mit Ihnen an den Rechner. Und dann zeige ich Ihnen noch ein paar Kniffe in der digitalen Bildbearbeitung. Bis gleich. So, dann sind wir jetzt an der Retusche angelangt. Hier möchte ich Ihnen ein paar Tipps und Tricks zeigen. Und dazu habe ich jetzt hier das Bild geöffnet. Wir haben aus Versehen in RAW fotografiert. Normalerweise fotografieren wir JPEG. Und Sie sehen auch, dass ich selbst nochmal Hand angelegt habe, indem ich selbst nochmal ein paar Bilder gemacht habe
um aus dem Kunden einen möglichst emotionalen Ausdruck zu gewinnen. In diesen RAW-Einstellungen selbst brauchen Sie nichts durchführen. Das wäre alles verlorene Zeit. Und aus diesem Grund werde ich jetzt dieses Bild direkt öffnen in Photoshop. In Photoshop angelangt ist das Wichtigste, dass man zuerst einmal eine Vignette erstellt. Das mache ich mit einer Kreisauswahl. Dieser Kreisauswahl gebe ich eine weiche Kante von etwa 50 Pixel. Kehre dann die Auswahl um und werde jetzt über eine Tonwertkorrektur so eine Vignette erstellen. Wenn diese Kante noch etwas zu hart ist, können Sie in diesem Maskendialog die Kante noch etwas weicher gestalten. Des Weiteren... der Kunde, der soll warten. Ich nehme doch hier gerade auf. Ich habe Filmproduktion. Geh weg und fotografiere. Entschuldigung. Es ist wichtig, dass die Bilder an Emotionen gewinnen. Hierfür nutze ich gern eine Schwarz-Weiß-Umwandlung. Da gehe ich hier auf diese Schwarz-Weiß-Ebene. Und im nächsten Dialog erstelle ich mir dann nochmal eine Farbfläche in dem Modus Farbe und suche mir hier einen angenehmen Sepia-Ton heraus. Schwarz-Weiß ist etwas sehr Zeitloses, von vielen Kunden gewünscht. Und wenn man dann hier noch so eine Wärme hinzugibt, dann ist man schon fertig. Das war's schon. All diese Schritte natürlich auch in eine Aktion verpackt mit mehreren Möglichkeiten. Also das ist jetzt eine Variante. Wir nennen diesen Bildstil quasi Warm Enough. Ja, das ist für uns einfach so ein Bildstil, den wir im Studio pflegen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen Einblick gewähren in diese Art der Arbeit und bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Günther. Kann ich jetzt ausmachen? Soll ich aus? Soll ich